Hä, habe ich so auch Feuer gesessen? Jo. Tagchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zum DM Haul Mai. Die Review von diesem kompletten DM Haul, das heißt Produkte, willst du hoch? Ach Gott. Die Produkte von diesem, nochmal. Die Review dafür wird es 2 Wochen circa später geben und da sage ich euch dann, wie ich einige Produkte finde, die ich noch nicht kannte, wo ich oftmals Gutes gehört habe, weil ich auch so ein bisschen recherchiere, ist wirklich bei Balea das drin, was versprochen wird, inwieweit zieht das ganze Serum ein, nur bedingt habe ich gelesen, da kann noch so viel Hyaluronanteil drin sein, das wird wohl nur in der obersten Hautschicht gespeichert, in der Lederhaut, glaube ich. Ich hoffe, ich bin nicht durcheinander. Oder beim Kosmetiker natürlich, dass man da noch tiefer geht. Aber alles, was nur oberflächlich aufgetragen wird, sorgt wohl nicht für einen stoppenden Alterungsprozess. Also wir haben ein paar Masken bei, wo wir, und auch ich, oftmals ein Ergebnis sehe, wo man sagt, so wirkt aufpolsternd, glättend. Aber es hält dann einfach nicht für Dauer. Ne? Also, es war dabei. Haushaltsrollen. Eine ganz, ganz süße Aufmachung. Limited Edition. Sind das Herzchen, ne? Ich sehe ja nichts. Homemade with Love. Achso, und dann hat man diese Zuckerdosen drauf und verschiedene. Ist ja auch egal. Ich glaube, wenn hier ein Mann zuguckt, der denkt sich auch so, Alter, hast du einen am Brett? Wischt doch einfach weg. Aber manchmal sieht es schön aus in der Küche, ja? So. Dann Toilettenpapier, werde ich natürlich nicht aufheben für eine Review. Das ist das ganz normale, oh Vorsicht Luna, das ganz normale sanft und sicher vierlagig. Weißig wird hundertprozentig schön sein. Haben wir hier ein schönes Wabenmuster, auch sehr wichtig. Der Hintern möchte auch was Schönes sehen. Wird bei der Review nicht dabei sein, weil es schön ist, denke ich mir. Kriegt keinen Schock. Wir sind 3 Frauen. Oftmals mit Justin, meinem Schwiegersohn auch, plus Kilian, 2 Männer. Denkt mit. Habe ich heute mal Waschmittel gekauft, um A zu sparen und B merke ich sowieso durch meine Weichspülerdüfte, dass es eh übertönt. Also ob ich nun hier ein Ariel drin hätte und dann mit einem Vernell oder Lenore rübergehe, rieche ich am Ende des Tages, wenn es getrocknet ist, ja nicht mehr, also durch einen Trockner. Und wenn die Wäsche frisch gewaschen ist, rieche ich da meistens immer verstärkt den Weichspüler. Deswegen dachte ich mir, weil da nichts im Angebot heute war, weder Spee, noch Weißer Riese, noch Ariel, noch Lenore Waschmittel, nimm doch einfach mal Denk mit. Und das ist das Color für 20 bis 60 Grad. Ja, Fresh Sensation. Das habe ich mitgenommen. So. Davon habe ich noch eine Flasche. Das war 2 Euro noch was. Ja, also wirklich sehr, sehr günstig im Gegensatz zu denen, die man ja sonst mitnimmt. Aber ich kaufe ja sonst auch immer nur so runtergesetzte Sachen. Ja, dann haben wir gleich das nächste. Von dem schwärme ich ja, was den Duft in den Steckdosen betrifft, für meine Febreze-Stecker in der Steckdose. Da habe ich mir jetzt Amethyst Blütentraum mitgenommen. Auch hier kann man die Kammern auswechseln. Wenn ihr davon eine blaue habt oder eine grüne, könnt ihr die Flaschen da reinsetzen, austauschen, wie ihr wollt. Das klappt ganz gut. Bin ich super froh. Dauert nämlich auch 4 Wochen. Ich habe 4 Wochen Freude im Raumabteil durch die Stecker. Kostet natürlich Strom, ne? Aber sonst, ich habe nicht überall Stecker in jedem Raum, sondern auch meine Duftlampen, wo diese Schmelzis reinkommen. Aber damit bin ich jetzt eigentlich am besten zufrieden. Ich will gar nicht mehr so viel austesten. Ja, dann hatten sie runtergesetzt. Apfel und Zimt ist jetzt eine Note, wo man sich sagt, so ja, willkommen Weihnachten.
Aber für 3 Euro habe ich 4 Wochen jetzt Spaß. Und auch hier könnte ich mir zum Beispiel die Zimtnote oder die Vanillenote oder die Apfelnote, ich nehme an, Apfel ist rot, Vanille gelb und Zimt braun, könnte ich mir mit der anderen irgendwie austauschen, dass es nicht ganz so bratapfellastig riecht. Mich stört das aber nicht. Und für 3 Euro sind sie jetzt rausgegangen. Da steht der Sonderpreis dran. Ja, wer greift zu? Ich. Dann habe ich mitgenommen von Evelyn 2x Wattepads. Die werden irgendwann hier noch kommen. Hier sind sie sogar schon. Die ganz normalen. Die reichen auch bis in den Juni rein. Dann habe ich ja zurzeit so eine Sonnenblumenkernmacke. Nicht bedingt, um satt zu werden und nichts mehr zu essen, auch wenn ich so aussehe. Aber das ist für mich so ein leckerer Chipsersatz. Ich träufel mir Öl rauf oder Kürbiskernöl oder Olivenöl, salze die in der Schüssel so ein bisschen und löffel die tatsächlich, weil reinfassen ist nicht. Selbst wenn ich keine Nägel hätte, würde ich da in die Öldinger nicht fassen. Es schmeckt fantastisch. Also ich merke es auch an meinem Darm. Irgendwie arbeitet alles ein bisschen anders. Ich habe in 2 Tagen eine ganze Sonnenblumentüte vernascht. Abends. Ich bin süchtig danach geworden und spare mir so meine Chips. Dann hatten sie von Dusch das. Wilde Blumenwiese duftet nach Kornblume und Minze. War ein Opferkauf. Ich zeige euch gleich noch mehr. Das ist mein anderer Opferkauf. Hier, das war auch Opferkauf. Und ich weiß nicht mal, wie die riechen. Wo ist denn mein anderes? Ich habe doch nur 2. Da könnt ihr mal sehen, wie behämmert ich einkaufen gehe. Eigentlich war mir, dass ich 3 von Dusch das mitgenommen habe. Ich werde jetzt zum ersten Mal wilde Blumenwiese, Kornblume, Minze riechen. Oh, Schock. Manche kennen diese Geräusche, oder? Oh nee, das ist doof. Mir ist jetzt ein bisschen zu viel hier rausgekommen. Sehr angenehm. Und, was sagst du? Möchten Sie eine Brise Duft? Luna, möchten Sie eine Brise Duft? Man denkt, du bist gar nicht da, doch ein bisschen sieht mein Ohr. Oh doch, also ich werde, boah, scheuer mir hier noch so eine Blase rein, so richtig so rausgeschossen. Ich werde es unter der Dusche testen und euch in der Review sagen. Das gleiche gibt es für wilde Blumenwiese, ach, die heißen alle wilde Blumenwiese. Na, kicke mal an, habe ich gar nicht gesehen. Das ist jetzt aber Apfelblüte und Salbei. Klingt auch sehr schön. Ich hab Schiss. Oh, da rieche ich Granny Smith sofort. War mein erster Gedanke, Granny Smith Apfel. Da blubbert schon nach oben. Ja, cool. Also, ob es cool ist, werde ich sehen. Aber riecht auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann hatte ich ja schon gesagt, dass ich hier 3 nachgekauft habe vom Tag Träumer Duschgel Balea für 65 Cent. Die haben eins noch was gekostet, Dusch das. Ich glaube 1,39 oder 1,35. Da sind ja immer so 5er Schritte, ne? Ja, mussten einfach wieder mit. Die mussten einfach wieder mit. Die seht ihr auch in der Review zum April-DM-Haul. Davon war ich begeistert. Und hab schon gesagt, so wie es hier steht, Tagträumer, träum mal drüber nach. Davon gibt es ja auch eine Maske und, glaube ich, noch irgendein Produkt. Es wird einem wirklich überlassen, welchen Duft man hier riecht. Ich sag noch, gibt ein anderes Produkt. Ja, das habe ich auch mitgenommen. Deswegen die Fußcreme. Ich bin ja wirklich, ich habe gestern auch wieder ein Fußbad gemacht. Ich mag das voll. So entspannt, wenn man so abends einfach mal so runterfährt. Dann sitze ich hier in meinem Omasessel, also liebevoll Omasessel. Und halt dann meine Füße in die Fußwanne und mach, gib ihm. Und da dachte ich mir, als ich das gesehen habe, weil ich ja eigentlich meine Lieblingscreme holen wollte, ist die mir ins Auge gefallen. Und dachte ich mir so, ach, geil, das ist die Fußcreme. Nettes Spielzeug, wird wahrscheinlich nicht anders sein, kann man sich bestimmt auch auf die Hände geben. Tatsache, riecht wie das Duschgel. Ich kann ja mal kurz lesen. Ach, jetzt verraten sie es.
Ach stimmt, eine Zuschauerin hat mir auch geschrieben, dass da der Duft drin ist. Das habe ich mir gar nicht gemerkt, jetzt wo ich es lese. Mit dem fruchtig-frischen Duft von saftiger Kirsche, Shea Butter und Kokosöl pflegt beanspruchte Füße intensiv. Kirsche. Was habe ich denn beschrieben? Was habe ich denn beschrieben in einer Review vom DM Hohe April? Da habe ich noch beschrieben, was ich rieche. Da war aber keine Kirsche bei. Ich habe gesagt, ein hochwertiger Weingummi, genau. Achso, Kirschweingummi, ja klar. Das meinte ich natürlich. Vielleicht, wenn ich länger drüber nachgedacht hätte, ich sehe schon wieder meine ganzen Sappelblasen hier rumspringen. Ich kriege immer bei Freude wie so eine Dogge, da sabbern meine Lefzen. Das ist ja echt unglaublich. Ich rieche irgendwas und denke mir so, oh, lecker. Ja, machen wir hier erstmal weiter. Ihr wisst, ich nehme ja sonst Korallweichspüler in Blau, frische Duft. Jetzt habe ich gedacht, sei mal mutig und gehe doch mal in die Richtung Kirschblüte und Pfirsich. Was ist denn hier los? Also scheint echt Kirschblüten. Die blühen hier überall. Ich fange an mit Kirschblüte. Blut nicht, nee. Pfirsich auch schön. Und der Duft, weil auch hier wieder nicht mein Gummibären-Erlebnis ist, was ich ja absolut nicht für mich entdeckt habe. Jedem das seine. Ich möchte nicht sagen abscheulich. Ach du Scheiße, da stehen ja auch noch Produkte, sehe ich gerade. Oh, na Gott sei Dank sehe ich die. Ich hätte jetzt die Tüten abgearbeitet und sehe gerade da drüben. Ja, das kommt davon, wenn man zu oft bei DM reinrennt. Ein wunderschöner Duft. Probiert ihn einfach mal. Der war wirklich wahr. Der ist vom Riechen her sehr schön. Und ich hoffe nicht, dass er einen schweißigen Zitrusgeruch abgibt, wie es manchmal ist. Aber da glaube ich eher nicht dran. Dann habe ich Lenoir Goldene Orchidee mitgenommen, eben aus diesem Grund, weil ich ja das günstige Waschmittel mitgenommen habe, ne? Und die Weichspüler übertünchen das Ganze dann. Dann habe ich natürlich auch für weiße Wäsche was mitnehmen müssen, bis 95 Grad. Das ist Green Sensation, steht da drauf. Denkt mit. Auch 2 Euro noch was, 2,45 € oder so, Limited Edition. Das ist mir ja Wurst, Hauptsache wird sauber, 1,1 Liter. Ich halte es nochmal rein. Entschuldigt für die komischen Fingernägel, ich war zu faul und muss sie noch machen. Und von Denk mit Black Sensation. Das habe ich mitgenommen für dunkle Wäsche. Ich hatte mal eins, mit dem war ich nicht zufrieden, aber ich habe, wenn ich ehrlich bin, vergessen, ob es das war. Ich werde es ja sehen. Also kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Ach, hier ist es. Wilde Blumenwiese. Wildrose und Melisse. Sind das schöne Sorten? Oh, aber der geht so in die beerige Richtung. Warum? Weiß ich nicht. Hier habe ich so ein fruchtiges Gefühl, aber es riecht trotzdem frisch. Ich halte die mal nochmal so rein. Oh, die sehen doch irgendwie schon so aquamäßig cool aus, oder? Wahrscheinlich habe ich so deswegen mitgenommen. Die sind doch von der Aufmachung cool. Also die haben mich total angesprochen. Ist ja auch klar, ist ja neu. Aber so auch dieses Aqua. Ja, finde ich cooler, als wenn die so doll eingefärbt werden. Das hat für mich so was Natürliches. Und die riechen wirklich total schön. Ich hoffe, es bleibt auch so. Dann habe ich mitgenommen. Ja, ich muss ehrlich sagen, wirklich, weil hier Ökotest draufsteht. Perfect Peeling, sehr gut. Ich packe was rein, da fällt es wieder raus. Von B-Routine, Perfect Peeling Scrubble Gum Textur. Da habe ich gar nichts drunter verstanden. Ich halte es mal kurz rein. Könnt ihr vielleicht mitlesen? Was ist das? Ein- bis zweimal pro Woche auf die angefeuchtete Haut auftragen, leicht einmassieren. Augenpartie aussparen, mit warmem Wasser abspülen, fertig. Ich zeige euch mal die Inhaltsstoffe, falls jemand interessiert ist. Drückt ihr einfach auf die Stopptaste oder auf Pause. Und dann könnt ihr euch, wenn ich hier nicht so zittern würde, das anhalten und durchlesen, ob das was für euch wäre. Mich hat dieses das Scrubble Gum Peeling mit seiner mega, nee, mit seiner, das Scrubble Gum Peeling mit seinen mega feinen und echt vielen Peelingkörpern entfernt abgestorbene Hautschüppchen und lässt die Haut in neuem Glanz erstrahlen. Die innovative Textur verändert sich in dem Moment, in dem sie mit Wasser in Berührung kommt. Beugt Hautunreinheiten vor und säubert die Poren.
Ist vegan und ohne Mikroplastik. 100 Milliliter von der Firma CC Care and Consulting GmbH in Bergheim, Birotin. Mit Mandarinextrakt und Vulkanstein. Scrubble Gum. Ey, nicht, dass da jetzt so eine heftigen Körner drin sind, wie für meine Füße, dann nehme ich das für meine Füße. Da habe ich ja. Oh ja, definitiv Mandarine. Also, das ist ein Fruchterlebnis für Leute, die es fruchtig mögen. Ich wollte gerade was sagen, ich lasse es. Mandarine. Aber nicht abschreckend. Es riecht natürlich nach Mandarine. Und die Körner sind absolut okay. Also, die sind in meiner Fußcreme bei weitem wirklich größer. Und die sind okay. Die sind richtig fein. Und sehr, sehr fetthaltig. Guck mal. Ach doch, das stelle ich mir sehr, sehr angenehm vor. Den Preis kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich habe meinen Bon im Portemonnaie gelassen. Ihr wisst ja, ich bin immer sehr gut vorbereitet. Aber wenn es jemand haben möchte, dann guckt bitte einfach selber nach. Googelt das kurz. Oder wenn ihr bei DM seid, dann seht ihr ja den Preis. Also nicht mehr als 3 Euro, glaube ich. Oder 3,45 höchstens. Aber alles, was da drunter geht, auf jeden Fall. Dann brauchte ich neue Klospüler. Hier steht Chlorspüler. Hängekörbchen für die Toilette. Da habe ich diese mitgenommen. Da habe ich mich noch gewundert, dass Denk mit Chloraktiv arbeitet. Aber dann wurde es wahrscheinlich so gemacht, dass es wirklich, ja, hier steht es ja, 15 bis 30% anionische Tenside auf Chlorbasis, Bleichmittel, Duftstoffe, Benzylsalü. Salicylate Geraniol. Mein Gott. Aber ich dachte mir, probiere ich einfach mal aus. War auch Preis-Leistungs günstig, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier noch einmal Green Sensation, mit dem ich ja sozusagen gespart habe auf das Waschsortiment. Dann war im Angebot beides. Das, meine Lieblings Caps Finish mit Zitrone. Und auch im Angebot war Sumat Excellence 4 in einem Caps. Die funktionieren auch bei mir bombig. Verzichte ich einfach auf den Zitronenkern. Aber so ein bisschen Abwechslung muss sein. Damit komme ich, wie viel sind denn hier drin? Ja, sparen und nicht gucken. 20 Caps. Ja, die werden diesen Monat aufgebraucht sein, die beiden Tüten. Locker. Wir haben wirklich viel. Oh Gott. Vergesst bitte nicht, wir sind viele Personen, ne? Ich erschrecke mich selber, was da noch rauskommt. Balea Fußbadeperlen Oria. Sehr trockene Füße. Habe ich zwar jetzt nicht, aber ich wollte es einfach probieren. Mit Aprikosenkernöl. Wenn man es nicht übertreibt und alles in Maßen benutzt, dann denke ich, darf auch ich das mit ganz normaler Haut nehmen. Ich wollte einfach Fußperlen haben fürs nächste Fußbad. Ich mache ja immer eins in der Woche, damit meine Haut nicht so austrocknet. Waren, glaube ich, 45 Cent oder 95 Cent. Dann habe ich eine Pink Clay Maske mitgenommen. Reinigung mit Reinigung mit Naturschlamm und Schäbens wollte ich gleich vorlesen. Das ist diese zwei Sachets. Vertrage ich super gut von Schäbens. Rosa Tonerde, Jojobaöl und Shea Butter. Ich halte es nochmal rein. Werde ich bestimmt irgendwo mit abfilmen. Bis daher mach ich ja ganz gerne. Dann brauchte ich wieder neue Zugbandmüllbeutel mit Duft, 60 Liter. Die duften wirklich, aber eigentlich auch nur, wenn man sie frisch öffnet. Und ja, lange hält es nicht, aber irgendwie ist es erfrischend, wenn man irgendwas umlagert, so Bade-WC-Eimer oder irgendwie sowas. Also es ist ein angenehmer Spaß. Vielleicht duften die auch länger. Die anderen waren bei mir von Rewe, da war Lavendelduft drin, war ganz cool. Ja, dann habe ich mal mitgenommen das Lovely Rose Waschgel mit Rosenwasser und Niacinamid. Was? Und Niacinamid für einen strahlenden Ton. Ich halte euch das mal rein, damit auch Giselle, oh, hast du mich erschrocken, Mona, damit auch Giselle was benutzen kann, denn ihre andere Waschgelcreme, die ich mitgebracht habe, oder das Waschgel Antipickel brennt ihr, weil es mit Alkohol ist. Und dieses auf Rosenwasserbasis klingt eigentlich ganz cool.
Oh, riecht auch richtig schön nach Rosenwasser. Na, Kili, hast du Spaß? Er guckt immer, ob wir was Essbares, Süßes haben. Haben wir immer noch nicht. Ey, das ist doch jetzt echt nicht wahr. Doch! Mann, du hast, Er ey, glaubt mir nicht, dass ich mit drei Beuteln gestern bei Aldi hast du rausgekommen heute, bin gestern und hast du nichts gesagt, Süßes drin hatte. gestern hast du gesagt, du So, bringst was mit, aber lol. das wäre das. Ja, ich kann ja auch leckere Sonnenblumenkerne machen. Morgens und abends auf die angefeuchtete Haut auftragen, sanft einmassieren und anschließend mit lauwarmem Wasser gründlich abspülen. Es riecht wirklich schön nach Rose. Riecht mal dran. Habe ich vorher noch nie gesehen. Noch nie. Ja, dann kommen wir zu meinem Produkt, was ich unbedingt für meine Füße haben wollte. Habe ich zweimal mitgenommen als Backup, weil ich irgendwie, da standen nur noch vier Tuben und hatte irgendwie Schiss. Manchmal geht da was raus, aber ich glaube, die stehen da sowieso schon sehr lange. Das sind die Fußpeeling mit Bimssteingranulat und Jojobaöl. Herrliches Gefühl. Auch sehr, sehr ergiebig. Damit massiere ich wirklich meine Füße nach dem Fußbad und mache sie dann wieder rein. Man kriegt da wirklich getrocknete Hautschüppchen weg. Man merkt es richtig, wenn man erst mit dieser Creme dann rangeht. Ist nicht zu grob, ist nicht zu fein. Ich muss da nicht mit einem Bimsstein rangehen, um zu viel Eklig. wegzunehmen. Ja, ist ein ekliges Thema, aber es ist wichtig, gepflegte Füße, ne? Die tragen uns ein Leben lang. Und Eklig. deswegen habe ich mir die beide auf Vorrat gekauft, weil die andere ist jetzt aufgebraucht. Dann habe ich mir von Balea Med, die Serie soll ja ganz gut sein, Ultra-Sensitive Fußcreme. Baleamid. Balea Med steht hier drauf, ne? Zeig. Linolsäure. Zeig. Da. Steht eigentlich Med? Nee, medizinisch soll das heißen. Kannst du auch benutzen. Also Med. Ja, das heißt ja Med, Die Medicine. Fußcreme auf die Füße und Knöchelpartien auftragen und mit sanft kreisenden Bewegungen einmassieren. Na, wie man es macht, das werdet ihr wissen, ohne Parfüm und Farbstoffe für empfindliche und trockene Haut. Also besonders für empfindliche und trockene Haut. Fand ich ganz gut. Wird auch hier wieder jede Creme, also Luna, kommst du irgendwie klar heute? Wird jede Creme für Füße gut sein. Selbst wenn man, glaube ich, eine Tuchmaske um die Füße knallt, wird das auch pflegen. Aber es ist hier eben wirklich wahrscheinlich ein spezieller Anteil für festere Haut. Ah ja, sehr, also ist nicht neutral. Man riecht hier. Ja, was riecht man denn? Fett vielleicht? Also irgendwie in Öl rieche ich. Speiseölartig, aber jetzt so ein bisschen neutralisiert. Nicht, dass man denkt, man hat hier irgendwie Speiseöl jetzt an den Füßen. Aber oh, aber wenn man es verreibt, ist sehr, sehr fett- und feuchtigkeitsspendend. Ja, man rutscht hier so richtig. Das ist so richtig ergiebig schön. Toll. 7% Urea. Mit 7% Urea. Oder Urea. Wie heißt das? Ultra Sensitive Intensivcreme. Ohne Parfüm, ohne Parabene, ohne Farbstoffe. Was ist denn das? Intensivcreme, ja. Ich dachte gerade so, hä? Beruhigt und schützt. Ja, das ist eine 24-Stunden-Sensitive Intensivcreme. Morgens und abends nach der Reinigung aufs Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Augenbereich aussparen, ideal auch als Make-up-Unterlage. Ach so, cool. Ja, halte ich euch mal direkt da rein. Das wäre diese. Ey, mein ganzer Wäschekorb ist voll und fällt alles runter. Dann habe ich mir gedacht, Urea Nachtcreme. Intensive Feuchtigkeit mit. Intensive Feuchtigkeit mit 5% Urea. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Urea, ich würde immer Urea sagen, aber es heißt bestimmt Urea. Keine Ahnung. Vermindert Spannungsgefühle für sehr trockene Haut. Das ist eine Nachtcreme. Abends nach der Reinigung aufs Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Sanft einmassieren. Ja, ich habe danach gegoogelt. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Ach so, über die Serien. Ob es wirklich was bringt, sich Hyaluronserien zu kaufen oder Serum, Pullen, Ampullen, Kapseln. Und nee, bringt wohl nichts. Man kann diesen Alterungsprozess nicht stoppen und auch nicht mit diesen versprochenen Drogerieprodukten mildern. Nur für eine gewisse Zeit. Auf Dauer könnt ihr da 3 Jahre.
die Cremes benutzen oder die Serien. Also nur mein Wissensstand, den ich mehrmals bekommen habe aus dem Internet. Und weil das sich nicht in die tiefere Hautschicht einlagert durchs ganz normale Massieren. Es wird ein Glättungseffekt zu sehen sein, der in der Oberfläche, da muss man aber wirklich, darf man nicht tiefe Falten haben, sagen wir es mal so. Dann kann man für eine gewisse Zeit am Tag was sehen und stellt auch eine Glättung fest und eine Aufpolsterung, das ist richtig. Aber für jemanden, der denkt, dass er nach 10 Tagen die Falten verliert, wie es vielleicht auf dem Produkt mit Hyaluron oder Pipapo Q10 versprochen wird, soll das wohl nicht möglich sein. Und dann bin ich irgendwie auf so eine Bestenliste gekommen mit Urea. Ich muss mich selber mal erkundigen, was ist denn Urea? Das habe ich nicht nachgelesen. Ich habe nur gedacht, so, klingt alles plausibel. Ich sollte keine 2 Videos hintereinander machen. Plausibel. Und dachte mir, es klingt auch einfach so, als würde es dir nicht schaden. Es ist verwirrend. Am besten einfach nur Eiweiß ins Gesicht klatschen. Irgendwelche Leinsamen. Habe ich auch schon tolle Videos gesehen. Kommt gleich auch noch. Will ich noch probieren, dieses Projekt. Weil das soll ja Botox-artig in extremfacher Ausführung sein. Leinsamen. Das Rezept muss ich erstmal noch nachkochen. Ne? Nehmen die wohl auch in orientalischen Ländern. So, hier ist jetzt aber die Urea-Tagescreme. Mit 5% Urea für sehr trockene Haut. Ja, und ich leide oftmals hier an den Nasolabialfalten. Lass es sein mit Quatschen. An trockenen Stellen. So wie manchmal hier im oberen Bereich. Und hier durchs Zupfen kann ich mir nur erklären. Und dann gibt es von Lovely Rose das Waschgel, was ich euch davor reingehalten habe. Auch eine schöne 24-Stunden-Pflege. Also wir werden uns das alles teilen. Ja, ich bin jetzt nicht die Einzige, die hier die ganzen Cremes ins Gesicht haut. Wir 3 Mädchen oder Kilian kann problemlos auch diese für die Füße oder so, ja. Also da bei den Kindern passe ich schon meistens auf, dass da nicht so viel Schund reinkommt. Aber das werden wir alle benutzen. Oh, also wenn es so schön riecht wie dieses Wasser, dieses Reinigungswaschgel meine ich, dann ja, riecht man auch definitiv Rose. Oh. Das ist eine richtig schöne, dünne Konsistenz. Ah ja, merkt man. Och, das ist ja ein schöner Duft. Also wer Rosenwasser mag, herrlich. Ja, auch schön. Habe ich gleich Lust. Habe hier dann noch Fußpeeling am Handgelenk gehabt. Schön. Morgen sitze ich mit Pickeln da. Mach mal bitte den Schmattermund sauber. Oh nee, ah, die zieht aber gut ein. Och, die duftet richtig toll. Rose, oh Mann, ich liebe Rosenduft. Super schön. Ja, doch schon ein bisschen stärker. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ob es penetrant nach Rosenduft riecht, würde ich schon fast sagen, ja. Also wenn man jetzt nicht ganz blöd ist und hier dran riecht, würde man, glaube ich, sofort Rose sagen. Ja, ich glaube, das reicht dann auch, ne? Ich muss noch mal kurz aufstehen, Luna. Baby. Sie sitzt hier. Bibi. So, ich werde meine letzten Produkte kurz mal holen. So, das habe ich ins Tablett getan. Also, für das Rezept, wo ich dann gesehen habe, dass Leinsamen als Rezept ein bisschen mehrfacher wie Botox wirken soll. Auf jeden Fall gibt es wohl auch hier wieder Antioxidanten. Oder wie das heißt, Vitamine, die unserer Haut gut tun und die wirklich wie Kollagen gespeichert werden oder ersetzt werden. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das habe ich von DM gekauft. Ich hatte auch heute Couscous gemacht und von DM fiel dann dementsprechend auch Bio-Couscous rein für 1,99 oder so. Nee, da gibt es nicht 99er, ne? 1,95 vielleicht. Couscous habe ich schon in der Schüssel verarbeitet, ist fertig. Dann natürlich meine Kneipp. Da musste ich diese schon anfangen. Diese habe ich als Backup gekauft. Magnesium plus Calcium, ein wunderschöner Orangengeschmack. Wer Zitrone satt hat, dem kann ich nur empfehlen, auf dieses umzusteigen. Und da habt ihr ein Gefühl, als würdet ihr ein frisches Orangensäftchen trinken. Natürlich mit Sprudel, ne? Das ist manchmal so der Nachteil. Dann habe ich mitgenommen
weil es auch manchmal sehr vollgekleistert alles aussieht bei uns und gerade jetzt durch, ja, nicht bedingt durch die Viren, aber wir haben ja mehrere, also wir haben ein Gäste-WC, was richtig klein ist, da würde das nicht stehen bleiben. Ich fülle sonst dieser Grothahn-Spender immer auf, 1:4, das wisst ihr ja. Und jetzt dachte ich mir mal, ach, ist eigentlich auch ganz cool. Das Gerät war im Angebot, sieht Safari-mäßig aus. Flüssige Handseife mit Melonenduft ist hier drin, Tropical. Ja, eigentlich gar nicht so meins, aber dieses Touchlose fand ich ganz gut. Sind die Batterien hier auch drin? Diese Packung enthält, ach so, zwei AA-Batterien. Ja, und ihr haltet dann einfach nur die Hand runter. In der Anschaffung sind die eigentlich auf den ersten Blick teuer, aber manchmal täuscht das in der Rentierung. Heißt es so, wenn sich was rentiert? Ich weiß ja jetzt erstmal nicht, wie lange hält das. Gibt natürlich auch einen Beutel für 65 Cent, damit kommt man 3 Monate klar. Als Handseife. Aber ich muss mal gucken, das ist nicht hier dieser Softschaum, ne? Den habe ich nicht geholt. Es gibt ja davon auch diese Schäume, diese Softschäume. Aber hier, glaube ich, ist ganz cool. Und ich habe überlegt, ich wieder, kann man die Dinger auffüllen, wenn man die Kappe abmacht? Oder mache ich dann komplett das Gerät kaputt? Ich probiere es einfach, wenn eins aufgebraucht ist. Dann probiere ich die Dinger aufzufüllen mit Handseife und guck mal, ob der Apparat das auch schafft. Weil dann kann ich auch mal falsch gekauftes Duschgel da reinfüllen. So, jetzt kommen Make-up-Sachen. Peach Origin von der Pro Slim Eyeshadow-Palette Catrice. Davon hatte ich ja auch schon die Earth, mit der ich mich sehr, sehr gerne schminke. Und das ist jetzt hier die peachige Variante. Die haben noch eine lilane Variante. Die hatte ich auch im Korb. Habe ich aber schnellstmöglich zurückgepackt, weil ich mir dachte, ey komm, nee, das ist krank. Also du hast lilane Töne, du hast auch peachige Töne, aber die im Ganzen fand ich ganz toll, weil da habt ihr ganz, ganz viele Natur- und Basstöne drin, mit denen man arbeiten kann in Kombination mit diesen dunkleren. Es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matte. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 schimmernde. Ich werde es mal so ein bisschen reflektieren, dass ihr so ein bisschen erahnen könnt, welche matt sind und welche schimmernd oder glitzernd. Nicht jeder mag das ja so unbedingt. Steht hier hinten auch meistens immer drauf, ne? Das ist die 010 Golden Afterglow. Enthält 14 sorgfältig ausgesuchte, hochpigmentierte und leicht zu verblendete Trendfarben. Also ich komme mit den Paletten von Catrice wunderbar klar. Dann habe ich mir, also hier brauche ich nicht zu testen, von Maybelline weiß ich, die sind absolut bei meinen Lieblingen mit bei, genau wie Manhattan Astor und Mix Factor halten auch. Die haben gute, langanhaltende Liquids, wo ich weiß, die halten nächsten Tag noch, wenn ich aufstehe und vergessen habe, mich abzuschminken oder rückwärts ins Bett falle. Das ist die Farbe, weil ich momentan so auf dem Pinky Trip bin. Pinky Trip. Zuerst wollte ich Tinky sagen. Romantic 30 wäre das. Ja, ich kann sie euch kurz swatchen, damit ihr die Farbdichte jetzt mal gleich erkennt. Also das ist so, das ist wirklich eine Farbdichte, pigmentiert, so wie ich das haben wollte. Mann, wo waren denn die Nummern? Die 030 Never Let You Down. Das ist hier diese peachige. Ich halte euch mal nochmal rein. So sehen sie aus. Das wäre die peachige Version, wo man denken würde, okay. Und das ist dieses Water Fresh. Das war der pinkfarbene. Die 040 Stuck With You ist der pinke. Ich bin durch. Ich glaube, das reicht auch noch. Ne? 40 Minuten. Naja, habt da was zu gucken. Freue mich auf alle Kanäle natürlich. Und ich freue mich natürlich auf euch, wenn ihr mich überall begleitet. Naja, okay, Nägel mag jetzt nicht jeder so, aber Karat gefragt oder hier. Sucht es euch aus. Und wenn nicht, war schön, dass ihr da wart. Voll frech. Ich will gar nicht so frech sein, aber das ist so meine Art. Ich meine es gar nicht so. Bleibt gesund. Bis bald. Bis zur Review dann. Folgt auf jeden Fall noch in den nächsten 2 Wochen. Und ansonsten wird Reiswasser-Video noch kommen, ne? Ciao, ciao.